Hi, ich bin der Günther, ich bin aus Hamburg. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Ruby Destiny Rescue Rangers. Die letzte Folge war die erste seit ungefähr 4 Monaten und es hat sehr lustig angefangen. Ich bin eigentlich die ganze Zeit planlos durch die Gegend gerannt, hatte keine Ahnung, was ich mache, bin mal wieder völlig blind in einen Bosskampf reingerannt und hat ihn irgendwie knapp gewonnen und storytechnisch ist auch was passiert, weil wir sind hier in einer Art Mystery Dungeon Game. Das Pikachu hier ist ein Mensch, Günther. Und wir haben einen anderen Menschen, den wir vorher schon kannten, wieder getroffen. Und ich denke, ich muss jetzt... Es ist toll, mir zuzugucken, ich weiß. Ich denke, ich sollte am... Dieses Scheißge... Irgendwann! Ja, genau. Hier, das ist das Evoli. Hi, Günther. Hallo. Oh, hi. Ich bin, Gardevoirs Wächter. Stell dich zu ihnen. Also, ich würde euch erstmal danken dafür, dass ihr Evoli gerettet habt. Sie wurde geheilt, aber, sie muss noch mehr heilen. Also, was ist passiert? Okay, also... Günther. Was ist denn los? Ich muss mit dir reden. Okay. Danke nochmal, dass du mir gestern geholfen hast. Ja, kein Problem. Also, das... Was du dich fragen musst, Günther. Du bist hier bei den Pokémon, die mich gerettet haben. Wissen sie, dass du ein Mensch bist? Ich hab versucht, mit ihnen zu reden, aber ich hab noch nicht die Zeit gefunden, also, nee. Du weißt nicht, wie verwirrt ich war, wenn ich aufgewacht bin. Ich war in einem Dorf voller Pokémon und ich konnte nicht glauben, was ich gesehen habe. Jeder war auch verwirrt. Ich bin weggerannt von dem Dorf, weil ich Angst hatte. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Die sind alle verwirrt. Und dann ist alles dunkel geworden. Und als ich aufgewacht bin, habe ich mich bei diesem Tropius, dem Kapilz und dem Kokowai wiedergefunden. Und sie haben mich behandelt, als würden sie mich schon ein Leben lang kennen. Ich dachte, ich könnte ihnen vertrauen, aber... ne? Nachdem ich ihnen gesagt habe, dass ich nicht im Pokémon bin, haben sie mich zusammengeschlagen. Und dann dachtest du, du wirst zusammengeschlagen und hast sie zusammengeschlagen. Das war verwirrend. Ist schon okay, ich verstehe schon. Kann man bitte noch mehr Ausrufezeichen da reinklatschen? Wenn ich nicht faul bin, eigentlich sind hier... Ich muss zählen lernen. In beiden Reihen 6 Dreierpacks von Ausrufezeichen. Wenn ich nicht zu faul bin, ist der Rest auch noch voll editiert und ich werde zu faul sein. Verstehst, wie ich mich gefühlt habe? Könnt ihr bitte noch mehr Aufmerksamkeit auf euch ziehen? Du warst nicht mal da, um es mitzubekommen. Wie könntest du das verstehen? Ja, tut mir leid. Du hast schon recht, ich war auch nicht der, aber... Ich weiß, wie ich gefühl das. Ja, wir wurden in Pokémon verwandelt. Ich bin sicher, wir hatten dasselbe. Wir waren verwirrt und andere haben uns gesehen, als wir aufgewacht sind. Aber ich habe nicht gefühlt, was du gefühlt hast, als du weggerannt bist. Und dann gejagt wirst. Wird schon alles okay. Noch mehr Punkte einfügen. Ich weiß es nicht. Ich muss meine Zeit allein sein. Kannst du vielleicht noch komischeren Zickzack laufen? Bitte hier noch mehr Punkte einfügen. Ist sie echt kein Pokémon? Und Günther? Wenn wir dich zuerst gefunden haben? Ich glaube, wir sollten das für uns behalten. Ja. Ich bin sicher, wenn die Zeit kommt, werden wir es jedem wissen lassen. Aber bis dahin
Es ist unser kleines Geheimnis, ne? Außerdem habe ich gerade die Textbox kaputt gemacht. Was ist das da rechts, bitte? Ja. Warum muntern wir sie nicht ein bisschen auf? Okay, ich denke, wir können das machen. Und Günthers Freunde sind auch unsere Freunde. Ja. Na, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Jetzt komm schon, Flamdy. Ich kann wieder laufen. Ich stelle mich jetzt hier hinten neben diese Topfpflanze. Da falle ich nicht auf. Ich bin nämlich auch nur Deko, so viel wie ich über das Spiel weiß. Wo muss ich jetzt hin? Hast du irgendwas Sinnvolles im Angebot? Na, ich habe nicht wirklich viel Geld. Oh, ein Revive! Also einen hole ich mir. Aber warte, ich könnte ein paar von den Bären, die ich nicht will, verkaufen. Ich meine, wozu brauche ich... Ich weiß halt nicht, was das bringt. Ich brauche doch nicht so viele. Ja. Hier können auch noch mal Puff weg. Nein. Keine. Wären die irgendwie anders viel wert? Die sind gar nichts wert. Dann habe ich auch wieder ein bisschen Kohle. Ach so, hi. Hi, Flamly und Endivir sind gekommen und haben mir erzählt, dass wir vier zum Gartenfeld gehen werden. Echt jetzt? Ja, sagten sie, gehen schon mal vor. Dann lassen folgen. Günther, wo genau sind sie hingegangen? Ich werde es dir zeigen. Das ist nicht schon wieder der erste Dungeon, oder? Junge! Du willst mich doch komplett verarschen. Hä? Erstmal, wieso bin ich nicht geheilt? Wie kann es sein, dass Pikachu tot ist und hier auf der Map rumläuft? Warum bin ich wieder im ersten Dungeon? Wo ist Endivir? Nee, nicht Endivir, Evoli, also Rose, ne? Was ist hier los? Du willst mir jetzt nicht sagen, dass du... Genau. Willst du mich verarschen? So, da ist eine Heilpflanze. Danke. Mal im Ernst, ich dachte, das Evoli wäre jetzt das neue Teammitglied. Und ich weiß immer noch nicht, warum ich schon wieder durch diesen ersten Dungeon rennen muss. Was ist denn los? Hatte der Entwickler keine Ideen? Ach stimmt, die TM, die ich in der letzten Folge gefunden habe. Die hatte ich doch sogar schon vorher mal gesehen. Und warum mache ich das überhaupt? Die hatte ich doch sogar schon mal gesehen, als hier eine Szene war. Da habe ich doch sogar gesagt, Mann, ich kann die gar nicht holen. Das heißt, einerseits ist es gut, dass ich nochmal durch den Dungeon gerannt bin. Außerdem hat... ich dadurch ein gutes Level, ohne dass ich den Bosskampf letztes Mal auf keinen Fall geschafft hätte. Aber andererseits, also drittes Mal ist auf jeden Fall zu viel. Habe ich das schon mal gefunden? Ja. Dreimal sind nicht nötig. Alter. Aber ich muss sagen, dass ich das Gefühl habe, dass endlich mal gescheit was in der Story passiert. Aber ich erinnere mich auch nicht an das davor. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es nicht so wirklich viel war. Ich mache hier mal auch zur Sicherheit Save Game 9.
Alter, ich bin es gar nicht gewohnt, dass es nicht leckt, während ich auf dem Emulator zock. Ja, hier war der Bosskampf, der erste. Vor allem, hier ist halt die Sache. Im normalen Pokémon könnte man noch irgendwie sagen, die Dungeons sind ja zumindest immer anders aufgebaut. Aber hier ist ja auch noch immer der Dungeon gleich. Das ist ja auch der Grund, warum mir das überhaupt auffällt, dass ich hier die ganze Zeit durch denselben Dungeon renne. Weil der Programmierer sich hier keine Mühe gemacht hat und man die ganze Zeit... Nee, ich hab Toxin, da brauche ich kein Gift. Oder leer. Mehr. Leer, Digga. Jetzt nochmal hier lang. Sag mal, das ist aber hoffentlich nicht das Dungeon-Prinzip, dass ich jedes Mal durch dieselben Dungeons renne, bloß dass noch was hinten dran gehängt wird. Das fände ich dezent unnötig. Oh. Da muss ich nicht überlegen. Gigasauger, Alter. Bloß, wo muss ich ihn jetzt lagen? Da, wo Flamly letztes Mal mich gefragt hat, wo zur Hölle ich hingehe. Ah, kein Bock zu kämpfen. Wow, wegen der Heilpflanze kann ich da nicht lang. Ja, macht halt nicht wirklich Damage. Sollte nicht mit. Hier ist es wirklich am praktischsten, wenn ich mit Flammy vorne rumlaufe. Aber mal im Ernst. Warum? Na. Warum kommt jetzt Rose nicht mit? So ein neues Teammitglied wäre doch cool gewesen. Aber nee! Eigentlich sind wir da zu zweit losgegangen. Aber! Jetzt bin ich nicht zu zweit mit Rose unterwegs. Sondern zu dritt mit Flamly und Endivir. Oh, Schnabel, eine Flugattacke wäre schon sinnvoll. Natürlich kommen jetzt die ganzen Taubsies. Alter. Kaum, dass Pikachu nicht mehr vorne steht. Okay, gerade eben war Sentivir. Das wäre noch schlechter. Jetzt kommen hier nur noch Flugviecher. Willst du, dass ich sauer werde? So ein Heal wäre ganz nice. Natürlichen Crit. Dieses Mal kann ich hier lang. Das heißt, ich bin wohl richtig. Und ich bin jetzt übervorsichtig. Ich will nicht in einen unerwarteten Bosskampf rennen und auf die Schnauze kriegen. Irgendein Bosskampf wird sowieso geben. Ja, ich pflanze jetzt mal die Dinger. Warum zeigt dein Weg genau gegen die Wand? Naja. Hier ist der Strand. Ich dachte, es geht auf irgendein Blumenfeld. Nee, das ist kein Strand, das ist eine Wüste. Willst du mich komplett triggern? Und jetzt ist direkt wieder keine Wüste. Und da ist Strand und ich muss einfach ganz weit los.
mal wieder das Pokémon in der vordersten Front wechseln. Wetten, jetzt kommen die ganzen Pflanzenviecher. Das Ding ist Typ normal, Alter. Okay, ich vertrau dir nicht. Ich guck mich lieber noch mal kurz hier um. Nee, nix. Das wollte ich nicht. Jetzt. Bevor ich zu dem Ding näher hingehe. Willst du mich verarschen? Lass mich. Oh, hallo, ich bin vom Vextrawald gekommen. Ja, hab einen tollen Tag. Willst du mich verarschen? Der Typ sagt mir einfach nur, dass ich einen tollen Tag haben soll. Und was ist hier bitte? Die Treppe war ja oben bei dem Typ. Hä? Ich bin hier richtig? Warte, da will ich jetzt aber mal kurz, wenn ich jetzt mein Game lade. Und hier die Treppe nehme. Wow. Dann sagt mir das Spiel einfach, das ist der falsche Ort. Was ist denn los? Nee, ihr macht euch hier all den Ärger nur für mich, aber ich sehe schon, dass ihr müde seid. Ich bin immer müde, ich bin Gamer. Ich meine, hallo. Mach dir keine Sorgen. Wir müde. No. Na. Wir wollen jetzt mal sehen, dass du glücklich bist. Ich bin traurig, wenn ich dich traurig sehe. Ja, wir auch. Wir kennen dich zwar nicht, aber. Ne? Nur noch ein paar Schritte. Dann kommt wahrscheinlich. Oh, kein Bosskampf. Nur eine Frage. Ich meine, da sind zwar schon Blumen, aber ich. Ich find's relativ ungewöhnlich, dass man zu einem Blumenfeld geht, um am Strand aufs Meer zu gucken. Wir sind da. Ist schon eine Weile her, seit wir hier waren, in die wir. Ah, stimmt, da war ja was. Das ist, wo wir uns zum ersten Mal getroffen haben. Du hast das vergessen? Naja, jedenfalls hast du dich erinnert. Ja, ich wurde vom Aerodactyl verfolgt. Und du hast mir geholfen. Okay, ich will jetzt nicht hinterfragen, wie ein Flemly etwas gegen eine Aero. Obwohl, gegen Regirock hat's ja auch gereicht! Du warst sehr lustig, als du gejagt wurdest. Boah, das Meer ist so ruhig. Ja, das stimmt. Jetzt bin ich ein bisschen glücklich. Aber nur ein bisschen. Übrigens, Leute, was ist denn los, Günther? Und was macht dieses Aerodactyl-Fuckviech da hinten? Das wird ein Bosskampf. Geil. Natürlich auch jetzt. Was ist denn mit dem Aerodactyl passiert? Keine Ahnung. Steht sicher nicht hinter uns. Ich will's gar nicht wissen. Und warum glänzen jetzt alle? Ja, es ist das Aerodactyl. Was eine Überraschung. Es ist immer noch aggressiv. Achtung. Und das hat jetzt so einen besonderen Kampftrack. Pokémon-Boss. Ein Pokémon-Boss? Bitte, was ist denn jetzt los? Bruder, muss los! Das Ding hat sich jetzt selber paralysiert durch meine Fähigkeit.
Alter, das hat gut Damage gemacht. Ich werde so auf die Schnauze kriegen. Obwohl. Du hast noch eine Stinelbeere, sehr gut. Aber wäre trotzdem ganz gut zu treffen. Ja, das war ein Pokémon-Boss, Leute. Richtiger Boss. Warum war Regirock eigentlich keiner? 648 Erfahrung. Level 16. Eigentlich müsste... Oder? Entwickelt Entivier sich auf 16? Nee, das Ding hätte sich schon auf 14 entwickelt, aber... Oder habe ich da jetzt die Generation verwechselt? Keine Ahnung. Naja. Alles klar bei euch? Ja. Glaub schon. Ja, ich bin tot, aber mir geht's gut. Ich krieg Geld. Einfach despawned. Das war gruselig. Nein. Ich hoffe, es taucht nicht wieder auf. Was wetten wir, welches Pokémon neben dem Team von Tropius innerhalb der nächsten 3 Folgen nochmal auftaucht? Ja, da bin ich auf deiner Seite. Ich glaube, wir sollten zurückgehen. Okay, Rose. Okay. Heißt das, du fühlst dich jetzt besser? Ja. Danke, Leute. Hurra. Ich bin froh, dass wir Sinkrit haben. Ist schon gut. Dann lass uns zurückgehen, bevor es dunkel wird. Und noch gruseliger. Okay. Ach, ich gönne mal noch einen Moment. Hi, Günther. Oh, guten Morgen. Ja, danke, dass ihr mich aufgemuntert habt gestern. Kein Problem. Danke. Ich werde Square bleiben. Wow, das wollte ich jetzt wissen. Ich denke, ich darf mal wieder zu Gardevoir rennen. Sehe ich das richtig? Ja, da rennt sie rum. Hey, Gardevoir. Warum wusste ich das? Ja, ich soll mich wieder zustellen. Gut zu hören, dass ich Rechtschreibfehler rede. Das hört sich toll an, ist aber wahr, dass es geschafft hat. Ihr habt einen tollen Job gemacht. Ich habe gute Nachrichten für euch. Die Rettungshalle oder so hat von euren Sachen gehört, die ihr gemacht habt. Und ja, ihr seid jetzt ein offizielles Rettungsteam. Echt? Toll! Ja, ich hätte nicht gedacht, dass ihr da glücklich drüber seid. Also ich bin froh, aber ich hätte sicher nicht gedacht, ne? Ihr habt zwar gefühlt die letzten 8,5 Jahre die ganze Zeit dafür gearbeitet, aber ich dachte, ihr wollt's nicht werden. Also, redet mit Kangama. Endlich, unser Traum wird wahr! Ja, stimmt schon so. Komm, Günther. Das ist mein und dein Mörder! XD! Einfach nur XD. Okay. Ach so. Ich wollte gerade fragen, wo ist Kangama überhaupt? Ah, ihr müsst diese Spastis sein. Ja. Sind wir. Finde ich klasse. Ich hab gerade erfahren. Ja. Ja, das heißt, ihr könnt jetzt Rettungsjobs annehmen. Yay. Ich glaube, ich brauche es, um meine anderen Freunde zu suchen. Ein zweiter Rang Rettungsfreund. Oder SRRB. Okay, Team. Wir gehen jetzt zu... Nein, das tun wir nicht. Auf geht's. Mann, freue ich mich doch. Hi. Hi, Robby. Wie geht's? Nicht toll. Was ist denn los? Meine Mutter.
Oh. Oh. Alter, Indivier! Halt's Maul! Was ist passiert? Es ist vorhin passiert, als wir in, was auch immer das ist, waren. Ein paar Sichlor haben den Weg blockiert. Wir sind weggerannt, aber die haben uns eingekesselt. Meine Mutter hat gesagt, ich soll Hilfe holen. Ja, sollen wir helfen? Solange wir nicht wieder in den ersten Dungeon müssen, gerne. Okay, wir helfen. Echt? Hätte ich gar nicht erwartet. Okay, also das ist in der Wüste. Das heißt, wir werden was für unsere Augen brauchen. Ich hab was dabei. Bin ich gut. Google. Okay, lass losgehen. Du kannst mitkommen, aber bleib in der Nähe. Ich verlasse jetzt diesen Raum und komme nie wieder.